meine Lieben, ich bin es wieder, Alexander, euer Online-Deutschlehrer. Ja, diese Lektion besteht aus insgesamt 20 Sätzen. Sie ist ein bisschen kürzer. Wir wiederholen ganz einfach das, was wir die letzten vier Lektionen gemacht haben, nämlich das Imperfekt. Und ihr werdet hier in diesen 20 Sätzen drei unterschiedliche Sachen machen müssen. Einige Sätze sind im Präsens, einige sind im Perfekt und einige sind im Futur, also in der Zukunftsform. Und ihr müsst daraus Sätze in das Imperfekt machen. Das ist nicht wirklich schwer, wenn ihr in den letzten Lektionen aufgepasst habt. Das Imperfekt hat die gleiche Syntax wie das Präsens. Das bedeutet, ihr müsst das Verb einfach nur an die gleiche Stelle stellen wie im Präsens auch. Nur halt eben in der Imperfektform. Und ihr wisst noch, wo das konjugierte Verb steht in einem deutschen Hauptsatz? Richtig, es ist die zweite Stelle. Das sage ich euch hauptsächlich, wenn ihr von Perfekt oder Futur wechselt ins Imperfekt. Wir machen dieses Jahr unseren Urlaub in Frankreich. Wie gesagt, das ist noch relativ einfach. Hier geht es um das Präsens. Ich werde jetzt auch ganz, ganz rasch die Slides wechseln. Ihr müsst einfach, wenn ein neuer Slide kommt, einmal kurz auf Pause drücken. Ich gehe hier auch schön aus dem Bild, damit ihr das hier einmal sehen könnt. Und versucht das dann ins Imperfekt zu setzen. Und am Ende der Lektion machen wir dann auch die Lösung. Ihr habt hier noch zwei weitere Sätze. Wir haben hier extra noch ein bisschen Grafik eingebaut, damit es nicht so langweilig ist. Aber ja, da drüben habt ihr Luciano Pavarotti, den italienischen Tenor, wahrscheinlich der bekannteste Sänger des 20. Jahrhunderts. Und er ist bekannt geworden unter anderem, als er Nessun Dorma in einer New Yorker oder auf einer New Yorker Großveranstaltung gesungen hat. Ich lasse euch das einfach für ein paar Sekunden. Ihr müsst dann einfach auf Pause drücken und dann setzt ihr das einfach ins Imperfekt oder Präteritum. Imperfekt, Präteritum, das ist dasselbe in Grün. Und ihr seht auch hier oben, das ist immer noch von Präsens. Ich bitte die Kellnerin im Restaurant, mir eine neue Gabel zu bringen. Die alte ist heruntergefallen. Hier müsst ihr aufpassen, ist heruntergefallen. Das ist bereits perfekt. Das war so ein kleiner, das habe ich mit Absicht gemacht. Ihr habt einmal Präsens, einmal perfekt. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Vom Präsens ist es sehr, sehr leicht, ins Imperfekt zu wechseln, weil ihr einfach nur das Verb ändern müsst. So, perfekt zu imperfekt. Du hast deine Stromrechnung nicht bezahlt. Im Perfekt hast du ja hier an der zweiten Stelle das konjugierte Hilfsverb. Im Perfekt hast du ja Hilfsverb und Vollverb. Vollverb ist bezahlen. Im Imperfekt musst du hier das Vollverb nehmen. Hilfsverb gibt es nicht mehr. Und du musst es an die zweite Stelle bringen. Weil in einem deutschen Hauptsatz ja das konjugierte Verb, also der konjugierte Teil des Verbes, um etwas akkurater zu sein, steht an zweiter Stelle. Deswegen von Perfekt ins Imperfekt, das ist ein kleines bisschen komplexer, weil ihr müsst einen zusätzlichen Denkschritt machen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch sehr, sehr viel sagen muss. Ich lasse euch einfach nur 2-3 Sekunden, damit ihr auf Pause drücken könnt und dann möchte ich euch bitten, das hier einfach ins Imperfekt zu setzen. Und hier habt ihr noch Futur. Futur ist eine sehr einfache Zeitform. Ihr habt immer das Hilfsverb werden. Das wird konjugiert, ist also an zweiter Stelle des Satzes. Und am Ende habt ihr den Infinitiv. Aber im Normalfall, wenn ihr an zweiter Stelle des Satzes werden habt, dann wisst ihr, aha, das ist entweder Futur oder eine Passivkonstruktion. Das Passiv machen wir viel später. Das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist aber, dass ihr das Futur erkennt. Und hier habt ihr genau das Gleiche, wie wenn ihr von Perfekt auf Imperfekt wechselt.
Das ist das relevante Verb, weil ein Hilfsverb braucht ihr nicht mehr. Das hier, imperfekt konjugiert, muss an die zweite Stelle gesetzt werden. Und das ist es. Ja, werden wir heute Abend viel Bier trinken? Ich weiß es noch nicht. Wie das bei euch ausschaut, weiß ich nicht. Aber ja, das sind die letzten drei Sätze. Ich gebe euch noch 2-3 Sekunden. Und jetzt gehen wir dann auch schon zu des Rätsels Lösung. Wir machten dieses Jahr unseren Urlaub in Frankreich. Ich habe euch hier dieses T groß geschrieben, damit ihr einfach nur den Unterschied seht. Manchmal ist er sehr, sehr klein zwischen Präsens und Imperfekt. Wir machen dieses Jahr unseren Urlaub in Frankreich ist Präsens. Wir machten dieses Jahr unseren Urlaub in Frankreich ist Vergangenheit. Ihr seht, es ist nur ein einziger Buchstabe, der ist dafür verantwortlich, dass etwas ganz anderes gesagt wird. Hier müsst ihr ein kleines bisschen aufpassen. Hier, sein, daraus imperfekt, war, das Wetter, das ist immer die dritte Person Singular, das ist relativ intuitiv. Und hier haben, ich habe extra hier einen Satz gewählt, dass ihr sein und haben nebeneinander habt. Ja, das sind Formen, die müsst ihr auswendig lernen. Und da kann ich euch nicht mehr sehr, sehr viel helfen dabei. Sein, haben, das muss wie aus der Pistole kommen in allen Zeitformen. Und hier nochmal, hier in der Schule lernte ich Englisch und Latein. Es ist wieder dieser eine Buchstabe, der Unterschied zwischen Präsens und Imperfekt. Aufpassen, deswegen habe ich ihn euch groß gemacht. Von singen, sang, von machen, machten. Ich glaube, das ist nicht mehr ein großes Problem für euch. Diese Lektion ist einfach nur zur Wiederholung, damit ihr gewisse Sachen visualisieren könnt. Und danach lasse ich euch auch in Ruhe mit dem Imperfekt. Wir werden dann andere, viel schönere Sachen in diesem Modul machen. Von gehen, gingen. Ihr erinnert euch noch, starke Verben. Ihr müsst die ersten vier Buchstaben, den Wortstamm auswendig lernen. Das ist ging, ich ging, erste, dritte Person, Singular. Und danach, je nachdem, welche Person es dann ist, kommt dann unter Umständen noch ein Buchstabe oder zwei dazu. Hier hast du musstest von müssen. Hier hast du landete von landen. Das ist hier von bitten, bat, ist auch unregelmäßig. Und das ist die erste Person Singular, deswegen ist das der Stamm, ich bat. Und wenn das jetzt zum Beispiel die dritte Person Plural wäre, dann wäre das sie bat n. Ganz einfach. Das ist sehr, sehr, und hier habt ihr die dritte Person Singular, sah, das ist wieder der Stamm. Also wäre es zum Beispiel du sahst. Das ist dann auch die Imperfektform. Ich glaube nicht, dass man hierzu noch sehr, sehr viel sagen muss. Hier von perfekt, ihr erinnert euch, da war dieses Verb hier als in der Form des Partizip perfekts am Ende. Und dann war das eben, du hast nicht bezahlt. Und wenn du das ins Imperfekt machst, dann gibt es kein Hilfsverb mehr. Und dann hast du hier, du hattest deine Stromrechnung nicht bezahlt. Hier muss ich sagen, habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar deswegen, weil das ist hier nach wie vor ein Hilfsverb und ihr habt ein Partizip 2 am Ende und hier muss ich mich entschuldigen, das ist mir nicht aufgefallen, als ich es gemacht habe, genauso wie hier auch. Das ist zweimal das Plusquamperfekt. Das wollte ich nicht, aber wenn wir es schon haben, der Unterschied zwischen Perfekt und Plusquamperfekt, das gibt es ja auch sowohl im Englischen als auch im Französischen, wenn das Hilfsverb im Präteritum ist und dann das Vollverb im Partizip 2, im Partizip Perfekt, dann nennt sich diese Zeitform Plusquamperfekt. Ich werde dazu jetzt nicht mehr viel sagen. Die eigentliche Idee ist, dass im Plusquamperfekt man über etwas in der Vergangenheit spricht, das in der Vergangenheit bereits vor etwas anderem war. Deswegen nennt sich das Plusquamperfekt auch Vorvergangenheit. Das ist ähnlich wie das Plusquamperfekt,
im Französischen oder das Past Perfect im Englischen. Also wie gesagt, es tut mir leid, es ist mir nicht aufgefallen, dass ich hier versehentlich nicht Imperfekt, sondern Plusquamperfekt gemacht habe. Empfiehl von empfehlen, hier Gott sei Dank nicht mehr falsch, das ist tatsächlich Imperfekt, gewann von gewinnen und hier ihr fuhrt, das ist von fahren, fuhr ist der Stamm, den müsst ihr auswendig lernen und weil es hier die zweite Person Plural ist, noch ein T. Das ist, und hier musstet von müssen. Das ist für euch mittlerweile nicht mehr sehr, sehr schwer. Und hier von Futur zu Imperfekt. Ihr erinnert euch, im Futur war hier am Ende der Infinitiv und von lassen zum Beispiel. Und jetzt müsst ihr das konjugiert, imperfektmäßig konjugiert an die zweite Stelle setzen. Trankt von trinken, trafst von treffen. Tja. Ich glaube, ich habe das jetzt mittlerweile so oft gesagt, das müsste fast schon eine Art Gehirnwäsche, eine Art Brainwash bei euch sein. Das Imperfekt könnt ihr jetzt. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Gebt eurem Gehirn Zeit. Ihr werdet euch auch an eine neue Zeitform relativ rasch gewöhnen. Und wenn euch das zu schwer ist, dann lernt einfach nur, das Imperfekt zu erkennen. Und aktiv verwendet einfach das Perfekt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen leichter, weil man nur zwei Verben konjugieren muss. Nun gut, meine Lieben, es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn es eine etwas kurze und trockene Lektion war. Ich wollte einfach nur, dass ihr noch einmal eine Wiederholung habt und ich werde euch jetzt mit den Zeiten fürs Erste in Ruhe lassen. Ich schicke euch ganz liebe Grüße hinaus in die Welt, wo auch immer ihr seid. Passt auf euch auf, lernt schön fleißig, alles Gute und bis zum nächsten Mal.